wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 27. Oktober 2021. Andreas und ich sind heute ein bisschen später dran. Bei euch geht's schon bald mit dem Spätnachmittag los. Denn ja, man fühlt sich zuweilen etwas angesichts dieser Nachrichtenflut überfordert. Guten Morgen, lieber Andreas, du siehst trotzdem frisch aus. Ja, das spricht für deinen guten Geschmack. Und ja, wir sind trotzdem heute früh aufgestanden, aber diese Flut, die erschlägt einen tatsächlich im Moment. Aber kurz zum Wetter. Die Bäume verlieren so langsam ihre Blätter. Das heißt, so ein bisschen stürmisch war es in den letzten Tagen. Und der Indian Summer, der wirklich fantastisch war, nähert sich jetzt dem Ende. Wir haben zurzeit eine relativ starke Wolkendecke über den See. Der See sieht wieder richtig grau, aber er changiert auch ganz massiv silbern. Also so, wie du es eigentlich besonders gerne hast. Und wir erwarten heute, ich kann es noch gar nicht sagen, was für ein Tag. Ich habe nicht reingeguckt, aber das Wetter könnte sich noch mal ändern. Es ist trocken. Ein paar sonnige Abschnitte und Wolken, vermute ich mal. Also wenn so die Wissenschaftler für Wetter so vage ihre Aussagen machen würden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Andreas, dann hätten die wahrscheinlich keinen Job mehr. Ja, das stimmt. Aber ehrlich gesagt machen sie es so viel besser auch nicht. Denn die Ergebnisse, die neigen oder die weichen doch sehr stark von dem ab, was sie sagen im Normalfall. Ja, wenn man jetzt die Sturzfluten in Italien sieht beispielsweise, da ist fast ebenso wenig vorgewarnt worden wie in dem Ahrgebiet, das ja wirklich schwerstens immer noch betroffen ist. Und niemand kümmert sich drum. Jedenfalls nicht die Leute, von denen man es eigentlich erwartet, nämlich die in ihren Regierungssesseln sitzen und regieren und regieren. Und wir kommen nachher auch zum Abschied der Kanzlerin, Andreas. Die ist ja von Herrn Steinmeier, dem Bundespräsidenten, mit wärmsten Worten verabschiedet worden. Und da hat man sich zum Teil wirklich verwundert, die Augen gerieben. Aber wir sind gespannt. Du hast dir das ja ein bisschen näher angesehen. Ich möchte vorher noch einmal hinweisen auf eine derzeit entflammte Debatte im bundesdeutschen Raum. Aber er geht natürlich wesentlich weiter. Das ist die sogenannte Impfpflicht oder die von der Gesellschaft eingeforderte, die von den Mainstream-Medien eingeforderte Impfverantwortung. Und wir haben ja das Beispiel Joshua Kimmich. Wir kommen auch gleich zu der Veröffentlichung des Coaches vieler Nationalspieler und auch FC Bayern-Spieler, dem Thomas Eglinski. Da hatten wir gestern ein Video veröffentlicht, das es auch wirklich in sich hatte. Vorher aber noch ein Blick auf andere Kommentare. Da hat sich doch tatsächlich aus seinem Ruhesessel der Ex-Chef, war mein Chef auch bei der Tagesschau und Leiter des Berliner Hauptstadtbüros, Ulrich Deppendorf, gemeldet. Und der hat also den Ausschluss aus der Mannschaft gefordert oder beziehungsweise hat er rhetorisch gefragt, warum Joshua Kimmich überhaupt noch beim FC Bayern spielen dürfe und hat damit letztlich den Rauswurf aus der Fußballmannschaft gefordert. Andreas, das ist aber nicht sehr sportlich. Nein, ich frage mich vor allem auch, wie ein solcher Kommentator, der sich selbst als Journalist bezeichnet, dann überhaupt noch in einem öffentlichen Programm überhaupt auftreten darf und überhaupt noch in dessen Namen. Auch das könnte man ja mal im Gegenzug dazu fragen, denn er beweist ja hierin, dass er hier nicht nur eine Beschreibung einer Situation macht oder eine journalistische Analyse, sondern hier ganz klar seine persönliche Meinungen reinbringt und so eine Oberlehrerhaftigkeit und das mit dieser Art und Weise. Die Frage muss er sich stellen und die Frage müssen wir uns stellen, wenn das sein wirklicher Charakter ist, nämlich der von Herrn Deppendorf. Ehrlich gesagt habe ich mal gedacht, das wäre so ein ganz klarer und auch guter Journalist. Das hat er hiermit widerlegt und das finde ich tragisch. Ich könnte auch einiges zu diesem Thema oder zu dieser Personalie sagen, aus einem eigenen reichen Erfahrungsschatz. Aber da ich an die karmischen Gesetze glaube oder von denen überzeugt bin, lasse ich es einfach, weil es nützt eh nichts. Auch der Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich öffentlich amtlich begründet geäußert und hat gesagt, er hoffe, dass Herr Kimmich die verfügbaren Informationen über die zugelassenen Impfstoffe noch einmal auf sich wirken lässt. Ja,
Ist das eigentlich wirklich ein Thema, Andreas, wo der Regierungssprecher in Berlin sich äußern muss und ähnlich wie Herr Deppendorf Druck machen muss? Ja. Ist der Ruf erst ruiniert? Also ich will es mal einfach so sagen, es geht natürlich niemandem etwas an. Das große Problem, was die Regierung hat, ist jetzt, dass Kimmich, wie wir erfahren haben, wohl sein Abitur mit 1,0 gemacht haben soll. Und das spricht für einen relativ hohen Bildungsgrad und auch für keine mangelnde Intelligenz. Und das Ganze bestätigt auch die Argumentation, wie er als so junger Mann gegenüber diesen alten Journalisten aufgetreten ist, voller Selbstbewusstsein, klar, auch wirklich auch wertschätzend, überhaupt nicht in irgendeiner Form angreifend. Und damit sind sie natürlich überfordert. Und die Überlegenheit dieses 20- oder Anfang 20-jährigen Fußballers gegenüber diesen Journalisten bis hin zum Regierungssprecher, der sagt, man müsse sich ja nochmal, oder Herr Kimmich sollte sich noch einmal ganz in Ruhe die ganzen Fakten überlegen, soll natürlich heißen, dass er dann zu dem Ergebnis des Mainstreams kommt. Vielleicht hat er das schon gemacht und wenn er es nochmal macht, kommt er eventuell wieder zu diesem Ergebnis und sagt, ich lasse mich jetzt nicht impfen. Aber das würde dann ja wieder dazu führen, dass die anderen sagen, er ist wieder zum falschen Ergebnis gekommen. Und so kann das Spiel natürlich unendlich weitergeführt werden. Nur wer mit dem Strom schwimmt, der ist gefälligst auch anerkannt. Und wer gegen den Strom schwimmt und sagt, ihr könnt das machen, aber ich nicht, der gilt dann mehr oder weniger als dumm und unfähig, die Zusammenhänge zu erkennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Einzelne, die auch als Verschwörungstheoretiker verrufen waren, oft recht hatten. Übrigens, Noah war auch ein Verschwörungstheoretiker, bis es anfängt zu regnen. Ach, wie hast du das wieder schön gesagt. Da kann man lange drüber nachdenken und es fallen einem noch viele andere Beispiele ein. Und ich finde auch in der heutigen Zeit, es gibt natürlich, das muss man sagen, es gibt Verschwörungstheorien und Verschwörungstheorien. Und wenn das dann losgeht mit der flachen Erde und so weiter, dann wird es natürlich in der Tat schwierig, auch in einen Topf mit den Verschwörungstheoretikern geworfen zu werden. Das sind ja Anfragen, die du auch immer wieder als naturwissenschaftlich orientiert bekommst. Ja gut, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, weil in dem Moment, wenn man wirklich die Faktoren negiert, man kann das relativ schnell anhand eines Kreiselkompasses oder anderer Dinge erklären, dass die Erde eine Kugel ist. Außerdem wäre es schon ziemlich vermessen zu sagen, dass ausgerechnet die Erde die einzige flache Scheibe ist und die Punkte, die wir da oben sind, alles ist rund, alles dreht sich im Kreis, alles beginnt im Kreis, aber ausgerechnet die Erde ist eine flache Scheibe. Das ist eine Hybris. Ich glaube, das wird vom System selbst gesteuert. Wer eins und eins zusammenzählen kann, kommt sehr schnell dazu, diese Dinge zu erkennen, zumal diese flache Scheibentheorien auch auf Zahlen berufen, wo schlicht und ergreifend falsche Zahlen genannt werden. Und ich bitte darum, mich jetzt nicht da im Prinzip zu spammen mit Informationen, warum die Erde jetzt flach sein soll. Ich drücke es nur noch weg. Ich habe nichts dagegen. Viele Leute glauben an Außerirdische, an grüne Männchen oder sonst was. Warum nicht an eine flache Scheibe? Alles gut. Naja, da sind wir an einem Punkt. Außerirdisch ist alles, was jenseits ist. Und Jenseitige gibt es schon. Aber du meinst jetzt die mit den lila Antennen auf den Kopf und drei Augen. Ja, das genau die meine ich. Also das, was wir aus den Science Fiction heraus kennen. Auch diese Dinge sind relativ leicht anhand der Schöpfungsarchitektur zu widerlegen. Man kann relativ schnell, übrigens immer ganz konkret und ganz verbindlich feststellen, was geht eigentlich und was geht nicht. Und aus diesem Grunde kann die flache Erde genauso abgelehnt werden wie die bestimmten Flugzeuge, die dort durch die Gegend fliegen. Das sind also meistens keine UFOs, sondern BFOs. Das sind also bekannte Flugobjekte. Aber von Leuten, die sie unbekannt gelten lassen wollen, ausgesendet. Andreas, du sagst, es ist leicht abzugleiten mit der Schöpfungsarchitektur, aber man braucht natürlich eine gewisse Grundlage dafür. Ja, natürlich. Also die Grundlage, die haben wir nun in den Lichte der Wahrheit betrachtet, gefunden durch Abdruschin, der sie beschrieben hat. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man diese Grundarchitektur verstanden hat, natürlich auch eine Peripherie. Literatur, in die man sich dann ganz konkret auch wissenschaftlich einarbeiten kann, bis hin in die Atomphysik rein. Aber man muss erstmal die Grundlagen haben. Ansonsten macht es keinen Sinn, sich weiter mit diesen Dingen zu beschäftigen. Es ist ein chronologischer Vorgang, eine eigene Biografie, die man sich komplett neu anlegt und die eben halt auf den Schöpfungsgesichtspunkten basiert, wo der Geist und der Verstand nebeneinander gleichberechtigt stehen und nicht der Verstand den Geist überjocht hat, so wie es heute der Fall ist. Das, was wir als die Erbsünde sehen können, was die Kirchen aus meiner Sicht völlig falsch einschätzen. Ja, also
Es gibt, Tichys Einblick hat ein paar Äußerungen noch zusammengefasst. Zum Beispiel hat sich der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, gemeldet und hält die Debatte über Joshua Kimmich für Unfug. Die Ethikratsvorsitzende Alena Büchs meint, Kimmich sei Falschinformationen aufgesessen. Und der Spiegel hat sich auch geäußert, der Druck der Medien, den spürt man. Auch der Fokus hat vorhin etwas veröffentlicht zu diesem Thema. Also der Spiegel findet, Kimmich sei jetzt damit aus der Vorbildrolle gefallen. Wahrscheinlich müsste das dann auch wieder Konsequenzen nach sich ziehen. Die Zeit titelt, das sei nicht nur Privatsache. Dann werden im öffentlichen Raum Virologen zu Kimmichs Aussagen befragt, die Regierung, der Ethikrat, und als Abrunder wird dann noch gemeldet, dass die AfD sich vor Joshua Kimmich gestellt habe. Und damit ist die Sache natürlich klar. Es ist zwar keine staatliche, aber eine öffentliche Impfpflicht, die hier konstruiert wird. Ja, das typische, jetzt loben auch noch die Falschen. Und das führt natürlich zu einer weiteren Argumentation. Es ist wirklich unfassbar, was da diskutiert wird hier an dieser Stelle. Das heißt, man fordert auf der einen Seite Rückgrat und Zivilcourage von der Bevölkerung. Jetzt zeigt einer Rückgrat und Zivilcourage. Da geht es ja gar nicht darum, dass man richtig liegen muss, sondern seinen eigenen Standpunkt vertritt und nicht einfach sich mit der Masse so vereinnahmen lässt und mitschwimmt, sondern frei denkt. Das ist doch das, was gewünscht wird. Aber das sieht der Spiegel dann offenbar dann doch ganz anders, wenn dann einer es dann ganz anders dann sehen will. Also es ist wirklich, wirklich übel, was da abläuft. Ja, ich möchte es mit gar nichts vergleichen, aber es kommt da immer wieder etwas hoch. In den Tagesthemen wurde der Fall übrigens auch kommentiert. Hanni Hüsch aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Guck mal an, das Hanni ist noch dabei. Die kenne ich auch von meiner Anfangszeit noch. Ja, sie hat das Recht von Kimmich bestätigt, sich nicht impfen zu lassen, fragt aber in diesem Kommentar, muss ich das verstehen? Nein, muss nicht. Was für ein Eigentor. Und sie empfiehlt ihm, das Gesprächsangebot von der Fachkapazität namens Karl Lauterbach anzunehmen, nämlich über Langzeitfolgen, und sagt, der AfD hat er den Ball direkt vors Tor gelegt. Tja, also das ist natürlich wieder so eine Verdrehung. Hier wird ein Herr Lauterbach genannt, jetzt kommt auch gleich noch Herr Drosten. Nun muss man dazu sagen, dass Herr Drosten und Herr Lauterbach in dieser Corona-Situation nicht wissenschaftlich tätig sind. Sie sind nicht wissenschaftlich tätig. Sie sind zwar gelernte Wissenschaftler, zumindest sagt das ihre Ausbildung angeblich aus, aber sie sind nicht wissenschaftlich tätig. Denn Wissenschaftler kann nur derjenige sein, der völlig frei und ergebnisoffen orientiert wissenschaftliche Arbeiten durchmacht. Da sie aber auf der Gehaltsliste oder auf irgendwelchen Zuwendungslisten stehen, von Pharma beispielsweise, von bestimmten Organisationen wie RKI oder auch im Namen der Bundesregierung auftreten, sind sie per se automatisch, per Definition, keine Wissenschaftler mehr. Das ist das, was ich immer sage. Ein Autofahrer, der mit dem Fahrrad fährt, der ist zwar immer noch Autofahrer, aber wenn er auf dem Rad unterwegs ist, ist er kein Autofahrer mehr in dem Moment. Und das ist wichtig. Während es Wissenschaftler gibt, die ergebnisoffen sind und die zu ganz anderen Ergebnissen kommen, vielleicht genau deswegen, aber hier finden wir Wissenschaftler, aber die müssen außerhalb der Funktionäre zu suchen sein. Lauterbach und Drosten sind dabei natürlich raus. Das ist logisch. Ja, und einer der wenigen, der Joshua Kimmich öffentlich zur Seite gesprungen ist, ist der linken Politiker Oskar Lafontaine. Der hat gesagt, Kimmich sei nicht nur ein hervorragender Fußballer, sondern er könne auch klarer denken als einige der sogenannten Experten. Und wenn ich mir die Fotos ansehe oder auch die Videoausschnitte von Kimmich in diesem Interview, auch bei anderen Gelegenheiten, in der Tat sehe ich da einen jungen Mann, der einen sehr klaren Blick hat, dem ich auch Ehrlichkeit unterstelle, dass er es ernst meint. Und das wird jetzt bestätigt. Das wurde gestern durch ein aufsehenerregendes Video bestätigt von Thomas Eglinski. Und Thomas Eglinski ist ein
Profi. Er betreut als Mentalitätstrainer zahlreiche Spitzensportler, darunter auch Fußballnationalspieler, auch Bundesliga-Profis des FC Bayern München. Eglinski hat mehrere Bücher geschrieben, auch für Jugendliche, für Kinder zum Thema Fußballspielen. Und der hat ein Video gedreht, da hat er sich ganz offen hingesetzt vor die Kamera und hat in, ich weiß nicht, 12, 13 Minuten, hat er einige Fakten zusammengefasst, wo man sich wirklich wundert. Ich werde euch das Video jetzt gleich nochmal einstellen. Das heißt, wer es noch nicht gesehen hat, der findet dieses Video oberhalb des Podcastes heute. Spannenderweise ist es von YouTube noch nicht gelöscht worden, obwohl er sehr, sehr kritisch vorgeht. Und er sagt, also erstmal führt Eglinski eine ganze Liste mit Skandalen an von diesen bekannten Pharmaunternehmen wie Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson und so weiter aus der Vergangenheit, wo die unter anderem Milliardenstrafen bezahlen mussten wegen unethischen Fehlverhaltens, wegen medizinisch verwerflichen Vorgängen, eben in der Vergangenheit Milliardenstrafen, riesige Skandale. Und Eglinski sagt, dass Joshua Kimmich offenbar, also er, man könnte meinen, dass er Kimmich persönlich kennt. Also man kann es auch aufgrund der Konstellation annehmen, aber explizit behauptet Eglinski das nicht. Also wir wissen nicht, ob er wirklich einen Kontakt hat, aber er hat zum Beispiel gesagt, Josh war noch lange nicht zu Ende mit seinen Recherchen, denn er wollte wirklich umfassend informiert sein, um dann seine Entscheidung zu treffen. Und weiter sagt er dann und führt eigentlich über die Zweifel der Fußballstars eine Menge aus als Faktor, dass sie Probleme mit der Vertrauenswürdigkeit der Pharmaindustrie haben. Und er sagt auch, dass zum Beispiel die Bundesregierung Milliarden über Milliarden in die Impfindustrie gesteckt hat, aber keine Gewinnbeteiligung ausgehandelt habe, was einen ja per se schon mal eigentlich viel stutziger machen muss, als wir alle mit dem Thema umgehen. Ja, also Eglinski hat überhaupt nichts angegriffen, sondern er hat viele Dinge bestätigt, die von ARD und ZDF übrigens in Politsendungen vor nicht einmal 20 Jahren auch noch ganz offen gesagt wurden. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere, vor circa 20 Jahren, da waren auch öffentlich-rechtliche Unternehmen zumindest bemüht, objektiv zu wirken. Das versuchen sie ja heute nicht einmal mehr. Das heißt, zu lügen ist ja eigentlich viel zu kurz gesprungen. Das heißt, die großen Massenmedien der öffentlich-rechtlichen, zwangsfinanzierten, durch Zwangsgebühren erpresste Gelder, diese Unternehmen sind an der Wahrheit nicht interessiert. Das ist ja noch viel übler als zu lügen, wenn einer an der Wahrheit gar nicht interessiert ist. Und das ist das, was wir hier ganz deutlich sehen. Und insofern hat Eglinski, der ja auch ein hervorragender Buchautor ist, sehr erfolgreich und ein echter Insider. Da ist er wirklich einer, der tatsächlich aus dem Nähkästchen hier plaudern kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das großartig, das, was er gemacht hat. Zumal die Aussagen, die er sagte, objektiv, die waren entspannt, die waren zwar klar und deutlich, aber nicht anders, als es bei einem Monitor-Magazin oder irgendwie so etwas vor 20 Jahren hätte auch gewesen sein können. Das dann rauszunehmen aus YouTube wird dann wirklich schwierig. Ja, Eglinski sagte wörtlich, Joshua kennt natürlich den Fall Spielvereinigung Fürth. 12 Spieler Corona-positiv, 10 davon doppelt geimpft. Und wenn man so etwas weiß, stellt man sich natürlich die Frage, warum soll ich mich impfen lassen? Wie ist mein Gefühl dafür? Und dieses Gefühl ist ganz entscheidend im Umgang mit der Impfung. Und dann, sagt er weiter, hat Josh natürlich auch erfahren, dass Geimpfte auch weiter andere anstecken können, aber nicht mehr getestet werden. Darauf weist er ja auch in seinem Interview hin, er als Nicht-Geimpfter testet sich regelmäßig, geht sehr vertrauensvoll mit der Situation um. Andreas, das ist ja sowieso jetzt eine Beobachtung, diese sogenannten Impfdurchbrüche. Also wir haben schon vor Wochen darüber berichtet, da waren es aber nicht so viele. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, es werden täglich mehr und mehr. Und die Prozentzahl steigt und steigt. Und wie Eglinski hier sagt, von 12 Spielern der Spielvereinigung Fürth sind
10 doppelt geimpft. Also ich meine, wenn jemand wie Joshua Kimmich auf den Fußballplatz geht und für FC Bayern München spielt, wo man Erfolge, wo man Leistung erwartet, und er würde sich entgegen seinem inneren Gefühl oder der Empfindung impfen zu lassen, dann kann man doch gar nicht mehr erwarten, wenn er so wenig davon überzeugt ist, dass er noch ein gutes Spiel gibt. Richtig. Um es hier mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen viele Gespräche geführt. Es kommen viele auch wirklich verzweifelte Wissenschaftler auf uns zu und suchen das Gespräch. Und da ist mir zum Beispiel klar geworden, dass es viele große Kliniken gibt in Europa, im deutschsprachigen Europa, wo die Intensivstationen voll mit geimpften Menschen sind, die schwer erkrankt sind. Und daraus kann man nur einen Impfschaden ableiten, nach Aussagen dieser Experten. Und das sind nicht nur irgendwelche Krankenschwestern in Klammern, nur meine ich, sondern das sind vor allem Leute aus der Pharmaindustrie, die aus den obersten Etagen, aus dem Bereich der Mikrobiochemie und so weiter zu finden sind. Hervorragende Experten. Und das große Problem, was offenbar viele Kliniken derzeit haben, ist das Verschweigen. Wie bekommt man es hin, damit beispielsweise die Menschen nicht merken, dass es eben halt Impfdurchbrüche sind und nicht die Ungeimpften das Problem sind, sondern die Geimpften. Und ein weiteres möchte ich auch noch kurz nennen. Ich habe gute Kontakte auch zur Bestatterindustrie. Und ich möchte sagen, dass einige Bestatter zurzeit Sonderschichten fahren und Überstunden zum Beispiel nicht mehr auflaufen, damit die Leute diese Überstunden abbummeln, sondern die werden ausgezahlt jeden Monat, weil einfach momentan überproportional viele Tote da sind. Und das begann zufälligerweise, hat nichts damit zu tun, das ist ganz klar, nachdem die Impfung begonnen hatte. Im letzten Jahr, als die große Corona-Welle da war übrigens ein sehr unterrepräsentatives Jahr, an Toten zu verzeichnen. Und das schreibt irgendwann Bände. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss man auch mal eins und eins zusammenzählen und sagen, so, jetzt reicht es. Wenn ich sehe, wie die großen Institute, RKI und wie sie alle heißen, ihre Zahlen zusammen wirklich zimmern, um dann da irgendein Bild zurechtzubasteln. Und wenn dann einer einfach mal eins und eins zusammenzählt, wenn ich alleine sehe, wie viele Menschen wir kennen in unserem Umfeld, die schwer geschädigt sind und die waren geimpft. Und das ist natürlich noch kein Zusammenhang. Aber wir haben im letzten Jahr nicht einen einzigen zum Beispiel kennengelernt in unserem Umfeld, der durch Corona gestorben ist. Höchstens mit natürlich, wenn er zum Beispiel vom Auto überfahren wurde. Sowas kann passieren. Das ist eben halt wirklich der Punkt, der jetzt immer mehr an die Oberfläche will. Mir kommt das vor wie das Klären einer Brühe. Das bedeutet, der Dreck treibt langsam nach oben und die Brühe klärt sich von unten her langsam auf. Und oben ist dann der Abschaum, der nur noch übrig bleibt und der wird dann abgeschöpft. Und dann ist die Brühe klar. Werden einige sich warm anziehen müssen. Freue mich schon drauf, weil der Vorgang ist tatsächlich absehbar. Es ist einfach zu viel, was man versuchen will, unter dem Deckel zu halten, und der Druck wird aber immer größer. Und wenn er richtig stark ist, dann macht's Badauts und dann ist der Deckel weg. Und dann sprudelt praktisch der Abschaum über den Deckelrand, über den Topfrand. Ja, und in diesem Zusammenhang, also wir haben gestern zum Beispiel eine Meldung aus den französischen Nachrichten eingestellt, dass ein 43-jähriger Torhüter von US Mont-Gascon in der Halbzeitpause an einem Herzstillstand verstorben war, geschehen am 24.10. im Stadion von Labatie-Mont-Gascon, und wenige Tage vorher ein ähnlicher Vorfall in diesem Umfeld. Und man kann ja jetzt nicht einfach sagen, man geht über solche Meldungen hinweg. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo einfach Männer wie die Fliegen umgefallen sind und nicht mehr aufgestanden sind und nachweisbar dann geimpft wurden. Ja, und der gesamte Sport ist eigentlich betroffen. Jetzt kommt nach und nach, kommen da doch, ja, sagen wir mal, charakterstarke Persönlichkeiten zum Vorschein, wie eben auch jetzt vor den Australian Open im Tennis. Da ist ja der Topspieler aus Serbien, Novak Djokovic, und auch der sagt, ich verrate euch gar nicht, ob ich geimpft bin oder nicht, weil mein Impfstatus ist meine Privatangelegenheit. Und jetzt wird darüber diskutiert in Australien, ob er dann überhaupt dort spielen könne.
Und der Premierminister des Bundesstaates Victoria, der Mann heißt Daniel Andrews, der soll vor wenigen Tagen erklärt haben, dass er nicht glaube, dass ein ungeimpfter Tennisspieler ein Visum bekommen werde. Ja, und das ist eine Diskussion, die auch weitergeht. Das hatte eben heute auch der Fokus gemeldet, dass eben Kimmich kein Einzelfall sei und dass auch aus den Basketball-Profimannschaften ähnliche Töne kommen oder eben auch aus der deutschen Eishockeyliga. Neben zahlreichen Fällen beim EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG konnten am Sonntag die Iserlohn Roosters wegen positiver Corona-Tests nicht spielen. Und hier ist dann der Hinweis deutlich, dass es sich auch hier bei den Erkrankten bzw. Infizierten um geimpfte Sportler handelt. Und von der Basketball-Bundesliga hieß es vor Saisonbeginn, dass bis auf einen Spieler alle anderen in allen Teams vollständig geimpft seien. Trotzdem gab es bei den Bayern-Basketballern 3 Corona-Fälle, obwohl die Spieler geimpft waren. Was soll man dazu sagen? Und trotzdem wird einfach von der anderen Seite, nämlich des Mainstreams, das Ganze schlichtweg ignoriert und man fährt stur und stumpf einfach seine Furche weiter, die man durch den Acker zieht und hofft, dass genügend Mitläufer einfach hängen bleiben. Und das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad, weil nämlich viele Menschen der denkenden Zunft mittlerweile in Parallelgesellschaften abdriften. Und diese Parallelgesellschaften formieren sich, das spüre ich ganz deutlich momentan. An vielen Kanten bekomme ich diese Informationen. Und das hat sich letztlich die Mainstream-Propaganda-Industrie zuzuschreiben. Da findet die Spaltung statt und es gibt Menschen, die lassen sich einfach nicht für dumm verkaufen und denken selbst. Würde man öffentlich diskutieren, und ich kenne keinen Impfgegner oder Impfkritiker, der sagt pauschal, ich lehne alles ab, was die Öffentlichkeit macht, so wie es andersrum stattfindet, aber natürlich auch da verhärten immer mehr die Fronten und das ist offenbar das Ziel, die große Spaltung. Und es ist erbärmlich, was die Politik und die Wissenschaft hier bietet. Ich bin wirklich manchmal richtig sauer deswegen, deshalb bin ich emotional auch momentan ein bisschen hochgebürstet, weil ich das einfach schlimm finde, wie man hier wirklich menschenverachtend umgeht und das aus Sicht der Politik. Und in der Regierung steckt das Wort Gier ja drin und die Gier ist offenbar ein ganz großer Faktor, die diese ganzen Systeme treibt. Ja, Andreas, ich reiche dir deine Tropfen. Er trinkt jetzt einen Schluck, dann wird er wieder ruhiger. So, ist besser? Jetzt geht's mir wieder gut. So, das sind nämlich die guten Hildegard-Tropfen, die ich ansetze hier, damit es Andreas gut geht. Heute Morgen gab es schon einen Maitrunk auf nüchternen Magen. Deswegen sind die Emotionen auch ein bisschen schneller da. Ja, und es gab ja auch noch den Fall, gerade beim FC Bayern, nämlich der Chefcoach Julian Nagelsmann, den hat es auch erwischt, obwohl er geimpft war. Und er musste in Lissabon und gegen Hoffenheim passen. Und wenn man das alles sieht, Andreas, dann kann man nur bestätigen, was du sagst. Es ist eine offenbar irgendwie auch vorsätzliche Spaltung, vorsätzlich vielleicht an Stellen übergeordnet. Und was mich so wundert und maßlos entsetzt, das sind die Medienkollegen, ehemalige, ich kenne ja einige, wenn ich hier heute die Namen genannt habe, sind alles Leute, die ich persönlich kenne. Und na gut, ich bin mit denen ehrlich gesagt nie selber so richtig klargekommen. Damals dachte ich, es lag an mir, aber heute ahne ich, woran es unter anderem auch noch gelegen haben könnte. Und ich frage mich immer wieder, wie die nachts schlafen können. Vor allem, jetzt kocht ja so langsam die Suppe hoch. Und irgendwann können auch sie sich nicht mehr dagegen wehren, wenn sie die Fakten sehen. Wie mag es ihnen dann gehen? Werden sie dann die Kraft haben zu sagen, Entschuldigung, ich habe mich geirrt, ich entschuldige mich bei der Öffentlichkeit? Oder werden sie noch weiter erstarren und darin verharren, zu behaupten bis zum Schluss, bis sie abstürzen?
Naja, also es ist wirklich nicht ganz leicht zu sagen, weil mittlerweile ist es mit einer Entschuldigung nicht mehr getan, weil der Punkt ist überschritten. Das heißt also, wir hatten ja irgendwann einmal eine Situation, da wurde dann mehr oder weniger eine gesamte politische Führung in Deutschland vor ein Gericht gestellt, inklusive der gesamten Leisetreter und Mitläufer und dieser ganzen Menschen, dieser Blockwartmentalität anhingen. Und genau das ist eins der wesentlichen Probleme, die dann kommen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht so eine Art gibt, dass diejenigen, die sich jetzt noch frühzeitig, ich mal besinnen und selber denken und sagen, ich spiele nicht mehr mit, dann in eine Art mildernde Umstände hineinkommen würden, weil sie bis zum Schluss, man darf das nicht vergessen, viele Menschen hängen mit ihrer Familie natürlich dran, die haben ein Haus finanziert, die müssen ihre Familie ernähren und die haben schon das Problem, ihren Job zu verlieren. Ich verstehe es auch ein Stück weit. Aber wenn es darum geht, dass die gesamten nachfolgenden Generationen, inklusive der noch nicht einmal gezeugten nachfolgenden Generationen, mehr oder weniger unter diesen heutigen Fehlstellungen der normalen Mitläufer, in eine schwere veränderte Situation reingeraten werden, da ist dann mein Verständnis dann auch irgendwo am Ende. Und ich glaube, dafür werden sie sich verantworten müssen. Und wer die Gesetze der Natur kennt, der weiß, sie werden es müssen. Und zwar zu 100%. Weltweit regt sich Widerstand gegen die Impfpflicht. In den USA haben jetzt Militärangehörige eine Sammelklage gegen das Pentagon eingereicht. Und in der Klageschrift heißt es, die Biden-Regierung hat keine Befugnis, die Covid-Impfung für das Militär oder für Auftragnehmer des Bundes und deren Beschäftigte vorzuschreiben. Ja, das US-Verteidigungsministerium hatte im August eine Impfpflicht verordnet gegen Covid-19 für alle Mitarbeiter, für alle Militärangehörigen. Und diese Bundesbediensteten und Angehörigen der Armee haben sich nun zusammengetan. 24 Kläger sind es. Und denen wird eine Frist gesetzt, bis zu der sie einen Impfstoff erhalten müssen. Und ja, sie sagen eben, das machen sie nicht und das Gericht soll das Impfmandat kippen. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird und werden auch das weiter beobachten. Ja, wenn man jetzt sieht, in den USA ist ja einer der allerhöchsten Gesundheitschefs Anthony Fauci. Anthony Fauci, den Namen kennt, glaube ich, inzwischen jedermann und der ist Vorsitzender des des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, NIAID. Und das NIH gehört natürlich auch dazu, die National Infection Health Organization. Habe ich das jetzt richtig übersetzt? Ich gucke gleich nach. Also, und dieser Anthony Fauci, der allen republikanischen Kritikern sehr entschieden gegenüber aufgetreten ist, der immer wieder verdächtigt wurde, auch von Donald Trump zu dessen Präsidentschaftszeiten, unerlaubt Steuergelder nach Wuhan geschafft zu haben und dort tatsächlich angeblich an diesem Wuhan-Virus, also Trump bezeichnet es als chinesisches Virus oder chinesische Mikrobe, womit Covid-19 gemeint ist, um daran zu forschen, beziehungsweise was auch immer zu erforschen. Und es wurde kürzlich erst aufgedeckt, dass Fauci den US-Kongress bezüglich der Finanzierung dieser sogenannten Gain-of-Function-Forschung in Wuhan eindeutig belogen hatte. Und jetzt verlangt der US-Kongress Erklärungen von Herrn Fauci, nachdem bekannt wurde, dass seine Organisation brutale Experimente an wehrlosen Beagle-Welpen, an Hundewelpen durchgeführt haben soll. Und die Abgeordneten des US-Kongresses fordern Antworten von ihm, denn sie sagen, das, was da passiert ist, kann einfach nicht wahr sein. Es sind wie viel waren denn das? Dutzende von diesen Welpen, denen, weil sie anlässlich eines grausamen Experimentes so geschrien haben, hat man ihnen die Stimmbänder durchtrennt, um die Schreie verstummen zu lassen. Und die Köpfe dieser Tiere, ich sage es jetzt einmal, auch wenn es mir den Magen herumdreht, denen wurden die Köpfe in Netzkäfige gesperrt, damit Sandfliegen sie bei lebendigem Leib
fressen konnten. Und die Abgeordneten haben einen Brief an Herrn Fauci geschrieben: Wir sind sehr besorgt über die Berichte von teuren, grausamen und unnötigen, vom Steuerzahler finanzierten Experimenten an Hunden, die vom NIAID in Auftrag gegeben wurden. Und es wurde darauf hingewiesen, dass er als Direktor dieser Institution weit über 1,7 Millionen US-Dollar angewiesen hatte, um diese medizinischen Tests, 44 Beagle-Welpen waren es, zu finanzieren. Tja, ich kann da gar nicht, ich habe gar kein richtiges Blut mehr im Kopf, um das noch zu kommentieren, weil es mich so schockt. Und ich bin immer sehr berührt und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine hohe Sensibilität gegenüber Tieren sowieso. Das ist aber meine persönliche Situation. Und was da jetzt gerade läuft, ist, und was da zum Vorschein kommt, ist so furchtbar und abartig, dass ich es gar nicht kommentieren will, sondern es steht ja ganz deutlich darin, was du gerade sagst, worum es dabei geht. Es ist eine Situation, die hoffentlich einige Menschen wach werden lässt, einige mehr. Ja, und die konservative US-Publizistin Candace Owens hat auf Twitter geschrieben: Für einige Beobachter warfen die vom Steuerzahler finanzierten Experimente an Welpen Fragen zu etwaigen Versuchen am Menschen auf. Warten Sie, bis Sie von den Experimenten am Menschen erfahren. So hat sie geschrieben auf Twitter. Vielleicht noch die Information, das Ganze kommt hier von RT Deutsch, dass Anthony Fauci als höchstbezahlter Angestellter der US-Regierung das 6 Milliarden Dollar Budget beaufsichtigt, einschließlich der Forschungsgelder von der NIAID. Ja, Andreas, das sind natürlich Informationen, da spitzen sich die Dinge auch zu. Und wenn auch hier herauskommen würde, welche Machenschaften wirklich dahinter stecken und dass eventuell doch durch amerikanische Forschungsgelder in China Dinge passiert sind. Ich meine, es wird immer wieder von diesem gefährlichen Wuhan-Virus gesprochen. Die Frage ist, ist das Virus gefährlich oder ist die Impfung gefährlich? Und darüber haben wir ja hier auch schon ausführlich diskutiert. Ja, das sind die Fragen, die sich zu stellen haben. Also für mich ist es wirklich Wahnsinn, wenn die Menschen schon so weit gehen, was diese Tierversuche anbelangt und so weiter. Und wir selbst wissen, dass selbst Experten, selbst Herr Scholz sogar, glaube ich, davon sprach, der zukünftige Bundeskanzler, dass es sich bei diesen Impfungen um einen Menschenversuch handelt, ne? Um einen deutschen Versuch im Prinzip, ein Experiment an der Bevölkerung. Also ganz ehrlich jetzt, da wundert es einen natürlich nicht, wie weit da die Hemmungen fallen können, wo die Ethik bei weitem überschritten wird in einer Form oder untergraben wird, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und wir kennen ja unglaublich viele Bilder und unglaublich viele Quälereien von Menschen und Tieren in Kriegen oder in irgendwelchen anderen administrativen Vorgängen, die man dann von der Politik eingeleitet hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt aufwachen, diese Dinge diskutieren. Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Und das Thema heißt Europa, EU, Brüssel. Und wir haben in den letzten Tagen hier viel darüber berichtet, dass Polen ausschert, weil sie sagen, wir lassen europäisches Recht nicht über unser nationales Recht stellen. Da ging es dann um das Verfassungsgericht in Polen. Und wir haben natürlich auch Beispiele aus Ungarn. Viktor Orban als Premier weist ständig darauf hin, dass Ungarn in seiner eigenen Kraft bleiben will. Das schwappt jetzt über auch auf Tschechien und auf die Slowakei. Und gestern hat die Daily Mail, also ein britisches Mainstream-Medium, nee, das war der Express, Entschuldigung, der britische Express, genauso Mainstream, einen Artikel veröffentlicht und da heißt es, ein 1 Billion Euro schwerer Block von 4 EU-Staaten wird Brüssel große Kopfschmerzen bereiten. Und dann führen die aus: Ungarns unerschütterliche Unterstützung Polens angesichts des Bestrebens der EU, ein Superstaat zu werden, hat beide Länder auf einen Kollisionskurs mit Brüssel gebracht. Laut Facts for EU würden auch, also das ist ein Portal,
würden auch die beiden anderen Mitglieder der sogenannten Visegrad-Gruppe, Tschechien und Slowakei, Warschau unterstützen, wenn es hart auf hart käme, was Ursula von der Leyen angesichts ihres hohen Anteils am Bruttoinlandsprodukt der EU große Kopfschmerzen bereiten würde. Der Pro-Brexit-Think-Tank, das ist dieses Facts for EU, veröffentlichte seine Analyse im Anschluss an eine deutliche Warnung von Herrn Morawiecki aus Polen, der die EU beschuldigte, den Dritten Weltkrieg zu planen. Andreas, das geht ja jetzt schon in neue Dimensionen. Ja, also die Superlative werden irgendwann ausgehen, denn da ist man ja jetzt schon ganz oben angelangt. Und wir sehen vor unseren Augen die Erosion der gesamten EU, nämlich dieser NGO-EU. Das ist wichtig, das darf man nicht mit Europa verwechseln. Und wenn die EU auseinanderfällt, dann wird auch wieder Frieden reinkommen können. Entschuldigung, das beginnt dann natürlich schon mit einer eigenen neuen Währung, denn der Euro muss scheitern, sonst führt er letztendlich zu einem kompletten materiellen Niedergang ganz Europas. Der Euro war die schlechteste Entscheidung seit dem Zweiten Weltkrieg für Europa und wir wissen, dass wenn wir unterschiedliche, also heterogene wirtschaftliche Strukturen haben, wir sie nicht mit einer einzelnen Währung überziehen können. Das ist eine ganz deutliche Geschichte, wie wenn ich beispielsweise mir einen Maßanzug kaufe, dann muss der eben halt auch wirklich für jeden individuell zugeschnitten sein und ich kann nicht eine Anzug Größe haben und sage, da gehen jetzt alle rein, dicke, dünne Männer, Frauen und Kinder und Alte und alle kriegen denselben Anzug an. Das führt natürlich dann zu diesen extremen Verwerfungen, die wir gerade sehen und man kann da gespannt sein. Das sind die ersten Andeutungen. Es ist logisch, dass die EU zerbrechen muss. Es ist logisch, dass der Euro zusammenbrechen muss und wir merken, dass es jetzt passiert. Übrigens hat noch nie eine Gemeinschaftswährung in Europa gehalten. 1971 hatten wir das übrigens schon mal in der Währungsschlange. Die hat auch nur 2 Jahre gehalten und ist dann zusammengebrochen. Jetzt wird die Gewalt angewendet, um das zu halten und dabei die Länder mehr oder weniger alle in die Pleite zu treiben. Sowohl Griechenland, Italien als auch Deutschland, alle leiden darunter. Und dieser Umverteilungsmechanismus, der daraus resultiert, wo geht das Geld hin, was sie in die Pleite treibt, das geht immer wieder in die Kassen. Die finden wir dann in privaten Stiftungen. Auch dazu werde ich noch was vorbereiten. Naja, da ist ja einiges geflossen von Seiten Brüssels auch zu Gavi und zu den ganzen Impfallianzen. Ich will das jetzt nicht wieder von vorne aufrollen, das Thema, aber da zum Beispiel gehen die Gelder hin und das dürfte diesen genannten Staaten unter anderem auch auf die Nerven gehen, ebenso natürlich wie die Migrationspolitik, die von der Seite auch immer wieder kritisiert wird. Und der Bericht von Facts for EU, der sich auf Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat stützt, hebt den massiven Beitrag dieser Visegrad-Länder hervor, die zusammen 63,8 Millionen Einwohner haben und in den letzten 12 Monaten ein Bruttoinlandsprodukt von 1 Billion Euro erwirtschaftet haben. Das ist ein ganz schöner Batzen für diese Gruppe. Naja gut, das kommt immer darauf an, wie sich das zusammensetzt. Das Bruttoinlandsprodukt ist ja erstmal eine Zahl. Das ist noch nicht der Gewinn, den man gemacht hat, sondern einfach nur das kann zum Beispiel allein durch Papier und so weiter passieren an den Börsen. Aber in diesen Ländern ist es tatsächlich viel physische Ökonomie, denn Tschechien und Polen zum Beispiel sind gerade im Bereich Rohstoffe und eben halt auch in der Industrialisierung recht weit fortgeschritten. Ja, und die ungarische Justizministerin Judith Varga hat Polen nach den Äußerungen von Herrn Morawiecki, der ja da ganz klar geworden ist, er hat auch von einem Diktat der EU gesprochen, sie hat ihn energisch verteidigt. Frau Varga, also ungarische Justizministerin, sagt wörtlich, Brüssel darf den Mitgliedstaaten nicht die Pistole auf die Brust setzen. Und sie sagt weiter, die Union gibt ein sehr trauriges Bild von sich ab, da ihre Institutionen nicht nur einander, sondern auch die Mitgliedstaaten ständig bedrohen, während sie an ihren eigenen Grundsätzen und Verträgen festhalten. Die Position Ungarns und Polens bleibt klar. Die Rechtsstaatlichkeit kann nicht durch die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit verteidigt werden. Und sie sagt, wir stehen an der Seite Polens und werden nicht zulassen, dass sich Brüssel über seinen eigenen Zustand
Zuständigkeitsbereich hinaus ausdehnt. Ja klar, und das ist auch logisch, weil die Architekten von Brüssel oder der EU sind eben halt nicht die einzelnen Länder, sondern es sind nur die ausführenden Statisten, Statisten mit Doppel-A geschrieben, die das letztendlich auszuführen haben. Aber wir wissen, da gibt es ein World Economic Forum und da gibt es eben halt verschiedene übergeordnete Institutionen und da gibt es dann natürlich auch Drahtzieher und Interessen. Und ich sage immer, verfolge die Spur des Geldes und dann kommst du relativ schnell an die eigentlichen Knotenpunkte, hinter denen sich wieder Knotenpunkte befinden und so weiter. Und dann bekommt man auch relativ schnell den Überblick. Und das fliegt denn jetzt um die Ohren, denn wenn jetzt ein Nationalstaat wie Polen sagt, wir lassen uns von der EU nicht zum Rechtsbruch unserer eigenen Verfassung auffordern und verteidigen übrigens diese Verfassung, das ist übrigens die Aufgabe der Justiz. Die Aufgabe der Justiz ist es, politische Einflussnahme in die Rechtssysteme mit aller Macht zu verteidigen. Wir sehen, dass hier in Polen offenbar eine Rechtsstruktur noch ganz anders funktioniert, wovon wir uns in Deutschland schon seit Ewigkeiten verabschiedet haben. Wir können auch lesen, dass beispielsweise Ungarn jetzt viel mit Krediten aus China arbeitet, Andreas. Andererseits hatten wir neulich schon mal in einer Sendung auch das Angebot von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, zitiert, der gesagt hat, wer in der EU sich jetzt noch besinnt und sich an eine andere Seite wenden möchte, Russland steht bereit, Russland ist offen. Für wie wahrscheinlich hältst du denn sowas, zumal es sich ja hier auch um den östlichen Rand Europas handelt? Naja, es könnte sich jetzt ein Prozess entwickeln. Und wenn ich sehe, dass Ungarn sich jetzt nicht an den IWF wendet in USA, Washington 19. Straße, DC, und holt sich dort die Gelder, sondern geht nach China in eine neu gegründete Konkurrenzbank oder Konkurrenzsituation, um sich dort mit Geld zu versorgen. Und wir wissen, dass die natürlich gleichzeitig wiederum zusammenhängen mit Russland. Und wir dann auch gleichzeitig wissen, dass Ungarn mit Russland separate Verträge hat für die Gaslieferung über Serbien, über die türkische Leine. Dann merken wir schon, wie eine Infiltration stattfindet. Das heißt, diese NATO-Erweiterung in Richtung Osten, die USA nach dem Fall der Sowjetunion aufgebaut hat, die führt sich durch ökonomische Prozesse wieder zurück in die natürlichen Mustern der Nachbarschaft, weil Russland ist nun einmal ein Nachbar und mit denen sollte man sich auch relativ gut stellen. Und wenn jetzt solche Sachen kommen wie Ungarn und Geld holen aus China in Verbindung mit Russland und in Verbindung auch mit dem Iran als großes Rohstoffland, dann muss man sich überlegen, wie lange setzt man eigentlich noch auf ein Pferd wie USA, die zum Beispiel versprochen haben, Deutschland mit Gas zu beliefern, es jetzt aber viel teurer, nämlich dasselbe Gas jetzt, nach China verkaufen. Wobei China ja letztendlich der große Feind der US-Amerikaner sein soll. So lesen wir es ja auch. Und da merken wir eben halt, Geld stinkt nicht und da laufen ganz andere Prozesse weg. Und wenn man es versuchen will, moralisch zu sehen, muss man sich da ganz neu aufstellen und die Welt auch neu ordnen. Ja, und dass die Macher selber bei der EU langsam unsicher werden und auch nicht überzeugt sind davon, dass das ganze Spiel durchsetzbar ist, das zeigt hier eine Sammlung von Zitaten, die ist bei Tichy veröffentlicht worden, von der Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Das ist die ehemalige deutsche Justizministerin Katharina Barley. Und die sieht die konkrete Gefahr, dass die EU in 10 Jahren in dieser Form nicht weiter bestehen könne, durchaus. Und die Schuld ist klar, die liege also bei Polen und Ungarn, denn die könnten die EU sprengen. Und das hat sie neulich gesagt in einem Interview bei Phoenix. Und am Montag hat sie gegenüber NTV das nochmal wiederholt und hat gesagt, die Ungewissheit, ob die Union noch in der Zukunft so aussieht wie jetzt, da sagt sie wörtlich, ich sehe eine konkrete Gefahr, dass wenn wir jetzt nichts unternehmen, die Europäische Union so jedenfalls nicht mehr bestehen wird. Wir haben 2 Länder, neben Polen ist das ja auch noch Ungarn, die seit einigen Jahren daran arbeiten, unser Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verändern. Die begnügen sich nicht damit, in ihren eigenen Ländern die Unabhängigkeit der Justiz abzuschaffen, sondern sie wollen das in die gesamte Europäische Union übertragen.
Und mit dem letzten Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes hätten sie sich aus der europäischen Rechtsgemeinschaft verabschiedet. Der Lawineneffekt sei dabei von Ungarn ausgegangen. Dort könne man nicht mehr von Demokratie reden. Und das sei auf Polen übergeschwappt und jetzt sei Slowenien gefährdet. Ja, eine solche Verdrehung der Tatsachen, die sucht wirklich ihresgleichen. Das heißt, die wenigen Länder, die die Demokratie noch verteidigen, dort wird unterstellt, dass sie die Demokratie verlassen haben. Was hier ganz deutlich wird, ist, die Vereinigten Staaten von Europa ist offenbar das Ziel. Und was hier noch deutlicher wird, ist, dass die Politik in ihrem Eigensud sich als selbst als Parallelgesellschaft komplett von den Problemen der Menschen verabschiedet hat. Es geht nicht mehr um die Menschen, es geht nicht mehr um die Völker in den einzelnen Ländern, sondern es geht nur um die Instandhaltung der bestehenden Administrationen, die man aufgebaut hat, irgendwo an einem grünen Tisch. Und was die Menschen in Europa wieder lernen müssen, ist, dass Europa und EU nicht dasselbe sind, im Gegenteil, vielleicht sogar das absolute Gegenteil, nämlich gegeneinander stehen. Und wenn die EU als Administration wie eine Krake, die mehr oder weniger das gesamte Vermögen und große Teile der Wertschöpfung aller arbeitenden Menschen mehr oder weniger absaugt, das kostet ja ein Vermögen, inklusive der ganzen Privatisierung der Weltwirtschaft, die dahinter steht, mit ihren ganzen Folgen. Also spätestens dann wird es sehr deutlich, dass wir hier ganz neue Wege gehen müssen. Wir brauchen wieder ein ganz normales Europa, wo man freundschaftlich, nachbarschaftlich, mit unterschiedlichen Währungen, mit Auf- und Abwertungsmöglichkeiten dafür sorgt, dass die Volkswirtschaft wieder in Gang kommt. Es gibt keine volkswirtschaftliche Ausrichtung mehr, sondern nur noch betriebswirtschaftliche Konzernausrichtung. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht um Pharmaindustrie. Jetzt in dem Moment, dann geht es um die Rüstungsindustrie. Worum es nicht geht, ist um die Versorgung der Menschen, wozu die Wirtschaft eigentlich gemacht ist. Nochmal, die Menschen müssen nicht der Wirtschaft dienen, sondern die Wirtschaft muss den Menschen dienen. Und die EU macht das haargenaue Gegenteil. Andreas, ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, und davon gibt es nicht wenige, die durch die Mikrobe, durch die Maßnahmen, durch das Unverhältnismäßige, was den Menschen angetan wurde, aufgewacht sind und begonnen haben, das System, an das sie ihr Leben lang geglaubt haben, zu hinterfragen, dass die natürlich nun plötzlich angesichts, sagen wir mal, dieses Themas hier, EU, Polen, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien, was ist da richtig, was ist da falsch, dass viele dieser sogenannten Aufgewachten plötzlich Probleme haben mit diesem neuen Weltbild und sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass wirklich nahezu alles, was vom Mainstream und von der Politik also behauptet wird, dass man das so deutlich hinterfragen muss und sich da oft was ganz anderes auftut. Die verzweifeln, was kann man denen denn sagen? Na, es fehlt an Selbstbewusstsein. Heute hat ja das Modebewusstsein das Selbstbewusstsein ersetzt und das Selbstbewusstsein, dankbar zu sein für diese neue Erkenntnis. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Prozess, dass man sagt, wow, ich habe mich geirrt. Was kann mir Besseres passieren, als dass ich zu meinen Lebzeiten diesen Irrtum noch rechtzeitig entdecke und mich entsprechend umstellen kann? Denn wir befinden uns eben halt in dieser Schöpfungsarchitektur und haben auch die Fehler zu tragen. Und Unwissenheit schützt vor Strafe definitiv nicht. Also außer dankbar zu sein, sollte man eigentlich gar nichts anderes empfinden. Natürlich ist man auch im ersten Moment erschrocken. Aber wenn man dann versucht, sich in diese Dinge reinzubringen, dann macht es natürlich auch Freude, weil es wird ja plötzlich alles viel klarer. Wenn man das Pferd von der anderen Seite mal aufzäumt, erkennt man auch plötzlich, warum so viele Paradoxien laufen, die ich mir bisher nie erklären konnte. Und plötzlich kann ich sie erklären, wenn ich sie im Kontext zu den Gesetzen der Natur stelle und dann versuche auch, in diese Wiederverbundenheit zu kommen, dessen, was wir eigentlich bräuchten. Als die Erde da war, da gab es noch gar keinen Menschen. Die Erde war vorher da. Erst dann kam der Mensch und hat dann die Erde vorgefunden. Und anstatt demütig und dankbar diese Erde jetzt zu genießen, zu nutzen, aber in der Nachhaltigkeit wirklich zu nutzen, hat man die Erde ausgebeutet, hat sich aufgeschwungen, in einer Hybris nach oben gezogen und
Das Ergebnis ist das, was wir heute alle sehen. Und wir haben jetzt das große Glück, in dieser Phase des Umbruchs der Menschheit jetzt unseren Weg neu zu entdecken, uns neu auszurichten und zu sagen, ja, ich habe Fehler gemacht. Das ging dir so, Eva, das ging mir so. Wir haben alle unsere Punkte hinter uns. Und es geht nicht darum zu sagen, ich war jetzt vielleicht 5 Jahre früher dran oder später dran. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und ein geistiges Wesen. Dann kommt das Gottvertrauen und plötzlich kommt ein Licht am Horizont, was erscheint. Und ich sage, wow, jetzt erkenne ich eigentlich auch, warum ich überhaupt hier bin. Was ist eigentlich mein Ziel? Wie ich immer sage, die Menschheit gibt es seit Tausenden von Jahren und sie weiß nicht einmal wozu. Man wird geboren und kleckert so sein Leben durch, bis man irgendwie stirbt. Und was hat man gemacht? Eigentlich gar nichts, außer nur seine Zeit irgendwie verbracht und abgelebt. Und die wirklich wichtigen Aufgaben zum Weiterkommen des eigenen Ichs, welches unseren Körper ja bewohnt. Unser Körper ist ja nur ein vorübergehendes Gehäuse, in dem wir momentan eins gezogen sind. Und den geben wir irgendwann wieder ab. Und wenn wir dann anschließend kommen und haben nichts in der Hand, wenn wir drüben nach dem Ableben, also nach dem Übergang, was wir als Tod bezeichnen, dann auf der anderen Seite stehen und haben dann unsere eigene Bilanz zu ziehen und stehen dann vor einem kläglichen Häufchen und stellen fest, ich habe eigentlich nur Luft weggeatmet und alles weggefuttert, was mir vor die Kiste kam und einen Berg von einem Kilometer hohen Müllberg hinterlassen in meinem Leben. Das ist dann nachher die einzige Bilanz, die übrig bleibt. Also dankbar sein, wenn man das erkennen kann und abstellt. Ja, danke für diese Einordnung. Das ist tatsächlich so, wie du es gerade zum Ausdruck gebracht hast, dass wir alle irgendwelchen Narrativen, sogenannten oder Fehlmeldungen oder einfach gesellschaftlich verankerten Neubegriffen verfallen waren und denen auf den Leim gegangen sind. Und ich kann ja auch nur von mir sprechen. Ich war fast 20 Jahre lang Sprecherin bei der Tagesschau. Und ich gebe zu, dass auch damals schon öfter mulmige Gefühle bei mir aufgetreten sind bei der einen oder anderen Meldung und erst recht dann, wenn ich versucht habe, mehr herauszubringen. Und ich gebe auch zu, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis ich diesen Prozess durchschritten hatte, um dann in mein eigenes Selbstvertrauen zu kommen und zu sagen, das ist jetzt so viel, das kann ich nicht mehr überdecken und das kann ich jetzt auch nicht für alles Geld der Welt in den Hintergrund stellen. Da ging das natürlich los mit der Mutter-Kind-Beziehung und die Kraft hatte ich damals bekommen durch diese 3 Bände im Lichte der Wahrheit, wo genau dargestellt wird, was unsere Verantwortung als Menschen hier auf der Erde ist und was auch passieren wird, wenn wir dieser Verantwortung als Menschen nicht nachkommen. Es wird sich nicht zu unserem Vorteil auswirken. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber vielleicht schon beim Hinübergehen dann in die andere Welt. Andreas, einer deiner Lieblingsexperten hat sich auch noch mal zum Thema Europa und Polen gemeldet. EU und Polen, so ist richtig. Und zwar ist das Willy Wimmer. Der war ja Mitglied des Bundestages, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU. Er war parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung. Er war lange Jahre Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das heißt, Willy Wimmer ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern der Mann weiß, wovon er spricht. Und er sagt, es geht los, Ausrufezeichen. Noch ist Polen nicht verloren. Und das Ganze ist bei Apolut erschienen und er sagt da, die im Amt befindliche Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel macht mobil. Ihre Worte im Streit mit Polen und Ungarn klingen nach Endkampf. Für sie gilt, nach zahlreichen Berichten in der deutschen und internationalen Presse, dass die große Auseinandersetzung bevorsteht. Nationalstaaten oder eine EU als Überstaat, das ist für sie nach dem letzten EU-Gipfel die entscheidende Frage. Die Völker Europas müssen sich entscheiden, so sieht es jedenfalls die Frau Bundeskanzlerin, ob sie als Völker in ihren Staaten eine Zukunft haben wollen oder ob ihnen eine Zukunft lieber ist, in der von ihnen nichts mehr übrig ist als die Erinnerungen. Und sie ist ja jetzt gar nicht mehr Bundeskanzlerin, da kommen wir auch gleich noch drauf. Herr Steinmeier hat sie ja mit allerwärmsten Worten verabschiedet.
Willi Wimmer sagt, die Methoden, die von denen angewendet wurden, die darauf aus sind, die Völker und die Nationen auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen, bedienten sich faschistischer Vorgehensweisen, um Andersdenkende in genau diese Ecke zu stellen. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt, die Markenzeichen des freien Europa, wurden ad acta gelegt. Budapest und Warschau, aber nicht nur die, machen das Spiel nicht mit. Sie legen sich quer und geben damit den ehemaligen Staatsbürgern demokratischer Staaten im Westen Europas eine letzte Chance. Sie verstehen sich unverändert als Bestandteile einer Europäischen Union, die dem Wohl der Nationalstaaten und der Völker dieser Staaten zu dienen hat. Nirgendwo steht geschrieben in den europäischen Verträgen, dass die Rolle der Nationen und Völker als konstitutive Bestandteile der Verträge zu irgendeinem Zeitpunkt erlöschen könnten. Ja, es ist ein Wort von Willi Wimmer an dieser Stelle. Andreas, wird's was nutzen? Also es ist so, dass Willi Wimmer wirklich zu denjenigen gehört, die ich wirklich verehre und die ich sehr schätze, weil sie sehr klar denken, obwohl sie aus der eigentlichen Mainstream-Struktur kamen, aber dann erkannt haben, so wie du das auch gerade sagtest als Tagesschausprecherin oder ich als Unternehmer, dass da irgendwas nicht stimmt hier und man dann versuchen muss, sich neu zu orientieren. Was hier klar wird, ist, dass hier dieser anmutende Endkampf der EU im Raum steht. Also hier wird ein Superlativ aufgebaut. Vorher haben wir vom Weltkrieg gesprochen, jetzt vom Endkampf. Das sind also Dimensionen, die mit aller Gewalt versuchen wollen, diese EU-Krake, diese Administration, diesen grünen Tisch irgendwie am Leben zu halten. Und da machen natürlich alle mit. Denken wir mal an die vielen Beamten. Eigentlich sind es öffentlich Bedienstete. Richtige Beamte können das eigentlich gar nicht sein, denn die müssen ja irgendeiner Form einem Staat zugehören, die dann dort in Brüssel oder in Straßburg ja Milliarden an Vermögen verpulvern, jedes Jahr, für ihre Administration, die dann zwischendurch beispielsweise von einer Bill und Melinda Gates Stiftung mit mehreren zig hundert Millionen dann nochmal unterstützt werden, wo man dann auch wieder erkennt, wer eigentlich so im Hintergrund die Fäden zieht. Das sind ja alles Dinge, die sind mittlerweile auch ganz offen und das ist also kein Geheimnis mehr. Und das ist das Interessante. Die Dinge werden mittlerweile ganz nach außen getragen und keiner bemüht sich mehr, es zu verstecken, weil mittlerweile der Panikmodus bei den ganzen Statisten in diesen großen Systemen wie EU und den Parlamenten und den Regierungen mittlerweile ein Maß erreicht hat, wie wir es so in dieser Form nur hatten, wenn große Weltmächte zusammengebrochen sind, wie beispielsweise das Römische Reich oder eben die Vereinigten Staaten von Amerika oder was auch immer. Und das sind Dimensionen, die wirklich historisch sind. Ich denke immer öfter an Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Er führt für diese steile These, die in ein dickes Buch gepackt ist, eine Menge Beispiele an. Das Buch ist ja schon relativ alt, ich glaube 80 Jahre oder so, ich müsste mal gucken. Und da spricht er genau von diesen Allmachtsfantasien, von diesem Wahnsinn der europäischen Mentalität, unter anderem der deutschen, um eigentlich Richtung Abgrund zu marschieren. Angela Merkel ist jetzt keine Kanzlerin mehr, denn gestern ist sie von Bundespräsident Steinmeier verabschiedet worden, genauso wie ihre Minister. Alle haben die Entlassungsurkunden überreicht bekommen und damit sind sie offiziell aus der Bundesregierung entlassen. Und besonders Frau Merkel, die hat also wirklich eine Menge Lob bekommen von Herrn Steinmeier. Er hat sehr emotionale Worte gefunden. Er hat Frau Merkel als wörtlich prägend für unser wiedervereintes Land und für das Bild unseres Landes in der Welt bezeichnet und beschrieben. Das stimmt, sagt Andreas. Prägend für eine ganze Generation junger Frauen und Männer, denen sie eine neue, ganz eigene Form der Führung vorgelebt hat, Zitat Ende. Ihr Handeln habe Sicherheit und Verbindlichkeit vermittelt, mitunter aber auch überrascht. Mutig nannte Steinmeier die Entscheidung, Verantwortung in der Flüchtlingskrise zu übernehmen. Andreas,
Ich weiß jetzt auch nicht, wie gut der Herr Steinmeier nachts so schlafen kann, wenn er diese Worte findet für einen Umstand, also gerade was die Massenmigration seit 2015 spätestens, vorher ja auch schon, anspricht und sie in der Art samtige Tücher hüllt. Naja, also diese politische Kaste, die ist hier natürlich dann unter sich versammelt und die loben sich natürlich gegenseitig dann über den Klee, weil sie natürlich den Kontakt in ihrer Parallelgesellschaft zum Volk aus meiner Sicht völlig verloren haben. Sonst wüsste er natürlich, was er sagt. Aber das ist das Problem. Ich habe das selbst erlebt, als ich mal im Deutschen Bundestag eine Zeit lang war. Also ich hatte da mal einiges zu tun und ich durfte dort auch in diesen Abgeordnetenhäusern, in diesen ganzen Katakomben rumlaufen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, das Einzige, was stört hier, wäre das Volk. Und das ist ziemlich deutlich. Ich möchte mal ganz kurz hier eine kleine Bilanz Ihrer Kanzlerschaft aus meiner Seite mal geben. Und Professor Dr. Rainer Osbild hat in der Jungen Freiheit dazu ein interessantes Interview gegeben und er hat es beschrieben, Deutschland ist das Schalke 04 der Weltwirtschaft. Männer wird das interessieren. Das ist also eine Pleitevereinigung, die eben halt durch diese Kommerzialisierung natürlich nicht mehr zu einem richtigen Fußballverein dann geblieben ist, was sie eigentlich mal war, sondern dann irgendwann diese großen Spiele mitspielt. Vorab. In ihrer Amtszeit, um das mal klarzustellen, was hat sie eigentlich hinterlassen, Frau Merkel? In ihrer Amtszeit verpulverte sie ungefähr 5,8 Billionen Euro. Das entspricht eine knappe Milliarde täglich. In ihren 16 Amtsjahren eine Milliarde. Ich muss noch mal eine Million, eine Milliarde und eine Billion noch mal als Beispiel nennen. Ich habe das mal in Sekunden umgerechnet. Einige werden das schon kennen. Eine Million Sekunden zusammengerechnet entsprechen ungefähr 12 Tage. Eine Milliarde Sekunden sind ungefähr 30 Jahre. Eine Billion Sekunden sind 30.000 Jahre. Also 30.000 Jahre bestehen aus einer Billion Sekunden. Vor einer Billion Jahren sind also die Neandertaler hier noch über die Erde gelaufen, um sich das mal klarzumachen. Und 5,8 Billionen Euro hat Frau Merkel in ihrer Amtszeit verpulvert. Das möchte ich gerne ein bisschen ausführen. Mit anderen Worten, das entspricht ungefähr ein halbes Jahresnettoeinkommen, die jeder Bürger in einem halben Jahr also verdient, durch die verfehlte Politik Merkels, die also quasi zu einer Sondersteuer abgegeben wurde. Das hat Rainer Osbild übrigens auch dann deutlich beschrieben. Die Frage ist, ob selbst eine kompetente Nachfolgeregierung nach Merkel überhaupt in der Lage wäre, diese gigantischen volkswirtschaftlichen Schäden überhaupt wieder einzudämmen. Die Frage stellt sich. Und ich möchte die relevanten Punkte dieser Schadenbilanz mal auf ein paar Punkte zusammenbringen. Erstens, das ist das, womit wir uns täglich beschäftigen. Die Energiepolitik steht ja auf extrem wackeligen, erstmal wissenschaftlichen Grundlagen und wird mit brachialer Gewalt durchgesetzt und führt zu einer völlig unkalkulierbaren ökonomischen Gesamtsituation. Wir haben den Kohleausstieg, wir haben den Ausstieg aus dem Verbrennermotor und damit auch verbunden das Aus für die deutsche Automobilindustrie, wie wir sie bisher gekannt haben. Wir haben gerade gesehen, dass selbst Daimler mit der Lkw-Produktion ihre Produktion aus Deutschland jetzt abzieht. Das sind ja gigantische Dimensionen. Also, Subventionen für angeblich erneuerbare Energien, die werden rausgeblasen und gleichzeitig Abschreibung auch auf hocheffiziente fossile Anlagen, die stattfinden. Und das Resultat ist, dass die stromintensiven Branchen natürlich jetzt abwandern. Und die Langzeiteffekte, die sind völlig unkalkulierbar. Die Kosten für diese Energiewende werden selbst von dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Altmaier, und der steht ja nicht in Frage, der ist ja hochkompetent, wie er bewiesen hat. Selbst Altmaier hat diese Schäden dieser Energieumswitchung auf eine Billion bis zum Jahr 2030 beziffert. Da haben wir wieder die Billion. Denkt dran, in Sekunden sind das 30.000 Jahre. Nun gibt es aber kompetente Physiker, die offenbar noch oberhalb von Altmaier stehen. Die rechnen dagegen übrigens mit 6,7 Billionen. Und übrigens, hier wird es auch schon wieder interessant, dass also der Bundeswirtschaftsminister mit einer Billion Kosten und Physiker und andere Experten mit 6,7. Das kann man nicht mehr als Rundungsdifferenz bezeichnen. Da sieht man, auf welchem Level sich das Ganze abbefindet. Okay, nächster Punkt. Die Euro-Rettungspolitik.
nach der Finanzkrise 2008, 2009, wir erinnern uns Lehman Brothers und so weiter, hätte niemals stattfinden dürfen, wenn man eine seriöse Politik verfolgt hätte. Und das hat Frau Merkel eben nicht. Das ist meine ganz klare Interpretation. Die heutige ganz klar verbotene Schuldenunion, die jetzt stattfindet, die war nämlich verboten, deshalb gab es die Statuten bevor der Euro eingeführt wurde, wird mit 800 Milliarden Euro die nächste Generation schwer belasten. Hier geht es also schon wieder in die Richtung einer Billion. Deutschland hat damit gigantische weitere Zahlungen in die EU-Kasse zu verantworten. Die Bundesbürger übrigens, die gehören zu den ärmsten Sparguthabenbesitzern der EU-Zone. Also zum Beispiel noch hinter den Italienern und den Griechen. Es wird ja immer so dargestellt, als wäre Deutschland das reichste Land. Das mag ja sein für die Konzernbosse und die Eigentümer, die sich allerdings nicht in Deutschland befinden, sondern als Aktionäre auch im Ausland, USA zum Beispiel, die mögen ja viel haben. Aber das Sparvermögen der Deutschen ist Schlusslicht in der EU. Also das finde ich immer ganz wichtig. Diese Aussagen sollen hier natürlich jetzt nicht spalten, denn Italien und Griechenland sind selbst Opfer der EU und der Europolitik. Also nicht, dass es jetzt so aussieht, als würde ich sagen, die Italiener haben viel und kassieren uns noch ab. Das wäre der falsche Weg. Nein, die EU-Politik hat ganz deutlich diesen Spaltungspilz in Gang gesetzt. Ja, im nächsten EU-Haushalt übernimmt Deutschland fast allein alle Einnahmeausfälle durch den Brexit. Das ist gar nicht in der Diskussion momentan. Daraus ergeben sich brutto, ja. Warum? Naja, England war einer der großen Einzahler als starke Volkswirtschaft. Und die haben also mehr eingezahlt, als sie durch die EU herausbekommen haben. Und das muss jetzt natürlich interessanterweise komplett Deutschland übernehmen. Ja, aber warum muss es Deutschland übernehmen? Weil Deutschland immer alles übernimmt. Ach so. Und Deutschland ist die stärkste Volkswirtschaft, auch wenn es dem Volk nicht gut geht. Denen geht es sogar zum großen Teil dreckig. Aber der Wirtschaft geht es gut. Bloß die Wirtschaft und das Volk sind zweierlei Dinge. Das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Betriebswirtschaftliche Erfolgsunternehmen automatisch gleichzusetzen mit zufriedenen Arbeitnehmern oder auch Managern, die viel Geld verdienen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es ergeben sich aus dem Brexit für Deutschland Bruttozahlungen von uns insgesamt 300 Milliarden Euro in den nächsten 7 Jahren. Also mittlerweile kann man den EU-Kostenwahnsinn allein durch die Merkel-Politik für die Bundesrepublik mit weiteren 3,4 Billionen beziffern. Nochmal wieder die Billionen. Kommen wir nochmal zu einem nächsten Punkt. Das verstehen nicht unbedingt viele. Nehmen wir die Tagessalden in der Bilanz der Deutschen Bundesbank. Die liegen mittlerweile wieder bei weit über 1 Billion Euro. Das kommt immer mit dazu auf die vorherigen Billionen. Da drucken also andere Euro-Länder wie Griechenland oder Italien aus dem Nichts Geld, um deutsche Produkte zu kaufen. Und der deutsche Steuerzahler haftet dann für diese Gelder, während die in Deutschland ansässigen Konzerne die Gewinne an die oft ausländischen Aktionäre ausschütten. Heißt also, wir leihen Griechenland und Italien das Geld mit der Sicherung der deutschen Steuerzahler, damit sie die deutschen Produkte kaufen können und die Gewinne gehen dann an die Aktionäre, die dann auch gar nicht in Deutschland sitzen müssen. Kurz, es ist eine steuerfinanzierte Rendite zugunsten der Spekulanten. Das ist alles unter der Merkel-Regierung ganz klar forciert worden. Spätestens wenn die Währungsunion scheitert, und das war bisher immer der Fall, und wir haben gerade darüber gesprochen, dass die EU vor der Explosion stehen könnte, das sind ja die ersten Anzeichen, dann können die Steuerzahler, die Deutschen, die wertlosen Forderungen gegenüber den schwachen Ländern schlichtweg abschreiben. Also Merkel und die Finanzamateure wie Schäuble und Scholz, das sind Finanzamateure aus meiner Sicht, haben diese völlig verfehlte Finanzpolitik nicht nur mitgetragen, sondern sie haben auch jedwede Besicherung der Forderung verzichtet. Wenn ich jemandem einen Kredit gebe, dann möchte ich doch eine Sicherheit haben. Jede Bank kennt das. Deutschland hat darauf verzichtet, eine Sicherung auf ihre Forderungen zu bekommen, wenn sie Griechenland und Italien das Geld geben, damit sie die deutschen Produkte kaufen können, deren Gewinne dann ins Ausland gehen. Also es ist interessant, die Chinesen machen das ganz anders. Die haben sich zum Beispiel die großen griechischen Häfen einverleibt oder die Ländereien als Sicherheiten angeeignet. So läuft das, wenn man das professionell macht. Übrigens ist das nicht meine Meinung, dass man das so machen sollte, aber so findet nun einmal die Situation statt. Worum es mir geht, ist hier eine Beweisführung zur Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Nächster Punkt. Ich bin bald soweit. Die Niedrigzinspolitik der EZB,
Das kennen wir ja. Bei gleichzeitig angestrebter Inflation enteignet nun alle Bürger, die sich im Schwitzkasten der EU befinden. Man hat damals gesagt, eine Inflation darf maximal im Jahr 2% betragen. Was heißt eigentlich Inflation? Wenn ich 100.000 Euro auf meinem Konto habe und dann habe ich im nächsten Jahr beispielsweise nur noch 98.000. Natürlich sind es immer noch 100.000, aber sie entsprechen der Kaufkraft von vor einem Jahr von 98.000. Wir haben aber jetzt plötzlich Inflationsraten, die bei 3, 4, 5% einkalkuliert werden. Das heißt, unser Vermögen wird jedes Jahr geringer, unser Geld. Deshalb sollte man niemals Geld auf einem Konto haben oder überhaupt in Geld angelegt haben. Aber das ist eine andere Frage. Nächster Punkt. Die Kosten für die unkontrollierte Grenzöffnung, die hier gerade so hervorragend dargestellt wurde von Herrn Steinmeier ab 2015 und den Migrationspakt sind völlig aus dem Ruder gelaufen und der Schaden definitiv irreversibel. Wir kennen diesen Migrationspakt, wo die deutschen Politiker oder auch die westlichen Politiker insgesamt mit zum Beispiel afrikanischen Diktatoren den Migrationspakt unterzeichnet haben, wie die Menschen dann mehr oder weniger durch den afrikanischen Kontinent getrieben werden. Experten kalkulieren alleine bei den 2 Millionen Einwanderern bis 2020 die Kosten auf 900 Milliarden Euro. Dabei sind die Zahlen noch optimistisch zustande gekommen, unter optimistischen Annahmen, zum Beispiel wie bei einer hohen Quote von Arbeitnehmern, die sich aus den Zuwanderern ergibt. Also das ist auch immer ganz interessant. Also gern wird auch argumentiert von Seiten des Systems, dass ja diese Gelder, die man beispielsweise den Zuwanderern hat zukommen lassen, einen Nachfrageschub in der Bundesrepublik Deutschland ausgelöst hat. Aber natürlich auf Kosten von Krediten, die wieder in Form von Steuern eingezogen werden müssen. Ich bin gleich fertig. Dann kommt noch die nächster Punkt, die erhöhte Staatsquote durch neue öffentlich Bedienstete. Also der Staat stellt momentan unglaublich viele Leute ein. Polizei braucht man ja, weil ja Freidenker auf die Straße gehen und wollen demonstrieren. Und wir brauchen ja eine Polizei, die die demokratischen Grundrechte einschränkt. Dann die öffentliche Verwaltung, vor allem im Gesundheitswesen durch Corona und so weiter. Das sind natürlich Mehrkosten, die mit rund einer weiteren Billion anzuordnen sind. Denken wir mal an diese ganzen Impfzentren, die da gemacht werden, die Leute, die dort alle arbeiten. Das kostet ja alles Geld. Das sind ja Steuerzahlerkosten, die da. Ja, das ist der Punkt. Das Corona-Hilfspaket möchte ich hier noch als letztes nennen, das faktisch eine vertragswidrige Schuldenfinanzierung auf EU-Ebene festschreibt, kostet der Bundesrepublik weitere 330 Milliarden Euro. Und wer weiß, was da noch zukommt. Also ich fasse jetzt kurz zusammen. Man könnte Angela Merkel also in den Geschichtsbüchern, wenn man sauber recherchiert, eher als Trümmerfrau der deutschen Wirtschaft bezeichnen, als dass man sagt, das war eine Bundeskanzlerin, die also dieses Land durch eine erfolgreiche Ära geführt hat und eine gute Schlüsselübergabe vollzogen hat. Also für mich ist das ein Fiasko. Das ist meine dramatische Einschätzung der Bilanz von Frau Merkel. Damit bist du wieder mal völlig anderer Meinung als der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das will ich aber auch hoffen. Und damit bist du wahrscheinlich auch anderer Meinung als viele Politiker, die sich jetzt gerade da wieder breit machen im neu zu bildenden Bundestag. Und ich habe hier gerade eine Meldung gefunden von einem Portal, das grünermist.de heißt. Um ehrlich zu sein, kenne ich es nicht so besonders, aber zumindest ist das, was hier steht, gar nicht so abwegig. Da heißt es nämlich in dem Artikel, draußen auf dem Reichstagsgebäude steht immer noch die Widmung dem deutschen Volke, wenn heute der 20. Deutsche Bundestag zum ersten Mal zusammentritt. Drinnen sitzen dann jede Menge Grüne, Rote und Linke Deutschlandhasser. Rund ein Viertel der Bundestagsfraktionen von Grünen und SPD stellen die Nachwuchsorganisationen Grüne Jugend und Jusos, die notorisch enge Beziehungen zu Linksradikalen und Linksextremisten aller Art pflegen. Sarah Lee Heinrich, die frisch gebackene Bundessprecherin der Grünen Jugend mit ihrem Rassismuskomplex gegen Weiße, scheint sich in dieser, wie sie es selber mal bezeichnet hat, ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft zur
zur Abwechslung mal ganz wohl zu fühlen. Warum auch nicht? Neurotische Nationalallergien und Hass auf das eigene Land gehören bei den Nachwuchsgrünen schließlich zum guten Ton. Und auch bei den Grünen, die dem Jugendalter formal schon entwachsen sind, das wird dann hier so ein bisschen aufgezählt, Paula Piocca zum Beispiel, Piotta, 35-jährig, Nummer 1 der sächsischen Landesliste. Für dieses Musterexemplar einer Volksvertreterin von den Grünen ist es schon ein Problem, dass sie wegen der 3G-Regelung beim Betreten des Plenarsaals zur konstituierenden Sitzung ein schwarz-rot-goldenes Bändchen tragen soll. Das hat man gestern, glaube ich, eingestellt. Da hat sie gesagt, gefühlt gestern noch als grüne Jugend gegen zu viele Nationalflaggen argumentiert, jetzt musst du hier das hässlichste Festivalbändchen aller Zeiten tragen, also Schwarz-Rot-Gold. Andreas, ob sich das so manche Grünwähler klar machen, wen sie sich damit jetzt weiterhin ins Boot geholt haben, denn auch sind nicht nur Jugendliche bei den Grünen. Ich kann mich erinnern, Claudia Roth ist hinter einem Banner bei einer Demonstration hergelaufen, wo drauf stand, Deutschland stand leider so drauf, du mieses Stück Scheiße. Oder sie hatte eben auch vor der Parteizentrale der Grünen einen Banner aufgehängt, da hieß es, Halt's Maul, Deutschland. Ja, also dieser Eigenhass ist schon wirklich bemerkenswert. Und ich denke mal, viele Psychiater und Soziologen werden sich mit dieser Fehlstellung einer Massenpsychose und einer Massenkrankheit, die da aufgetreten ist, irgendwann auseinandersetzen müssen, wenn ein Mensch in der Lage, in die Lage gebracht wird, sich selbst zu hassen. Und das heißt also, der Feind nicht mehr im Außen gesucht wird, sondern im Innen. Und spätestens, wenn man das verfolgt, dann merkt man, wie die Psychologie der Massen, wie es Gustave Le Bon beschrieben hat in seinem Buch Psychologie der Massen, oder auch beispielsweise Edward Bernays, der jetzt gesprochen hat, sich mit dem Thema der Propaganda, was das bei den Menschen anrichtet. Umso wichtiger ist jetzt noch einmal der Hinweis mit dem Lichte der Wahrheit von Abdruschin, weil wir uns damit tatsächlich wieder frei machen. Man redet gern von einer Gehirnwäsche. Eine Gehirnwäsche kann übrigens ganz gut sein, weil das, was hier stattfindet, ist aus meiner Sicht gar keine Gehirnwäsche, was dort von den Medien stattfindet, sondern eine Gehirnverschmutzung. Das heißt, es wird immer noch was draufgepackt und die Menschen haben gar kein klares Bild mehr von sich, von ihrer Aufgabe und überhaupt von der Menschheit insgesamt, in welche Richtung sie zu gehen hat, geschweige denn in irgendeiner Form die Schöpfung überhaupt ins Kalkül zu ziehen oder mit einer gewissen Demut die Dinge zu erkennen. Wenn wir wieder diese Dinge erkennen wollen, brauchen wir wieder eine klare Linie und eine Gebrauchsanweisung für uns selbst. Und diese Gebrauchsanweisung in einer der klarsten Formen, wie man sie finden kann, nein, in der klarsten Form, wie man sie finden kann man in diesem Buch Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin sich durcharbeiten. Und zwar ganz genau chronologisch. Das ist kein leichtes Büchlein, was man so abends mal eben vorm Einschlafen liest. Das kann sein, dass man an einem einzigen Absatz, der nicht einfach geschrieben ist, lange zu beißen hat, bevor man den halbwegs verstanden hat und nach dem Verstehen auch dann nochmal innerlich durchfluten lässt, damit man es auch wirklich verinnerlicht, was da steht. Und dann beginnt eine Eigendynamik. Das kann ein längerer Prozess sein. Bei mir hat das wirklich ein bisschen gedauert, 2, 3 Jahre. Aber dann kam ich eben halt in diese neue Situation und dann öffnete sich, das ist ein eigenes Nadelöhr übrigens selbst, durch das man durchgeht und plötzlich öffnet sich der Trichter wieder und es zeigt sich eine völlig neue Sichtweise dieser Welt. Und dann kann man auch ganz einfach aus dem Stegreif so ziemlich jede Situation, mit der man konfrontiert wird, abgleichen mit den Gesetzen der Natur, mit der Schöpfung und kann dann auch relativ schnell sogar auch erkennen, warum irgendwelche Tagezeiten nicht funktionieren und so weiter. All diese Dinge nachher ganz konkret lassen sich ableiten durch diese konkrete Kenntnis, wie wir eigentlich in der Schöpfung zu stehen haben und wie wir es auch tun. Ja, und das ist so die männliche Sicht, wie du es geschildert hast. Aus weiblicher Sicht ist es dann oft noch ganz anders, wenn man diese Fragen sich immer wieder gestellt hat, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens hier? Wofür bin ich hier? Was sind meine wirklichen Aufgaben? Und wenn man eben auch spürt, dass da eine Art Nebelwand ist, die vor einem sich immer wieder aufbaut und die man durchbrechen möchte, um
durchzustechen, um da durchzukommen, um in eine andere, weitere Erkenntnis zu kommen. Dann sind diese Bücher Goldes wert, weil so viele Fragen des Lebens beantwortet werden. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende. Andreas sitzt hier schon in den Startlöchern. Andreas, fünf Minütchen hätten wir noch. Ja, und möchtest du aufhören heute? Nee, ich dachte jetzt, das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort bei diesen ganzen vielen ernsten Themen. Gut, dann schieben wir dieses Thema, was ich hier noch auf dem Zettel hatte, in die nächste Sendung am Freitag. Andreas Popp hat sich durchgesetzt. Das kommt natürlich sehr selten vor. Also normalerweise überziehen wir ja immer mal, wenn wir mal 2 Minuten früher Schluss machen, finde ich das überhaupt nicht schlecht. Der Kaffee wartet. Ja, dann mal los Richtung Kaffeemaschine. Ihr Lieben, haltet durch in diesen wahnwitzigen Zeiten. Blick nach oben gerichtet und schön im Gottvertrauen schwingen. Wir sind wirklich guter Dinge. Seid es auch. Bis später. Ciao, ciao.